Auch Auhagen kam gut durch das vergangene Jahr. Vor allem war die Freude groß, dass es zumindest einige Publikumsmessen gab. Die meisten Leute waren natürlich sehr zufrieden mit unseren Sachen. Die Leute waren auch froh, dass es wieder Messen gab, dass sie wieder kommen konnten. Was sehr gut angenommen wird, ist einfach das persönliche Gespräch. Also es werden uns Bilder gezeigt, es werden uns ganz viele Neuheitenvorschläge gebracht, Verbesserungsvorschläge, was es noch nicht gibt, was könnte das noch machen, könnte da noch was gemacht werden. Los geht es mit den Neuheiten für 2022. In TT haben wir diesmal das Thema Busbahnhof. Es gibt einen neuen Busbahnhof mit drei verschiedenen Ständen. Es sind Taxirufsäulen dabei, ein Taxistand ist dabei mit vieler Dekoration für Ost und West, hauptsächlich für die Epoche 3 und 4. Kann aber natürlich auch modern gestaltet werden. Und wer jetzt nicht so viel Platz hat vor dem Bahnhof, der kann auch mal bloß einen hinstellen oder zwei. Zur gefälligen Ausstattung liegen Papierkabel, Bänke und Schilder bei. In TT weiterhin haben wir natürlich unsere Multicar-Flotte erweitert. Es gibt einen neuen M24 mit einer Einzelkabine und es gibt einen M24 mit einem als Hochbordkipper. Das Modell erscheint in einmaliger Auflage und kann auch angekippt gebaut werden. In Hanöl Neues haben wir das Thema Kohlenverladung und dazu haben wir verschiedene Sachen gemacht. Unter anderem den T172, dann ein Multicar mit Hochbordbridge. Dann zu der Kohlenverladung noch ein neues Förderband, was sehr viele Kran ist, was es als Rohgestell im Original existiert. Das ist eine ganz filigrane, interessante Sache. Schauen wir uns den T172 genauer an. Dank des längeren Auslegers kann er die Trichtersilos der Kohlenverladung bestens beschicken. Der Aufbau ist um 360 Grad drehbar und die Vorderachse lenkbar. Der Multicar M22 mit Hochbordkipper kommt auch mit einem Kipplorenanhänger. Ein Brennstoffhändler ergänzt das Halbnullprogramm. Ein holzverschalter Bürobau fügt sich an das Klinkerfachwerkgebäude an. Viele Kleinteile liegen zur Ausgestaltung bei. Mit einer Seilrangieranlage können Güterwagen mittels einer Winde gezogen werden, um so an Ladegleise zu rollen. Ein feines Funktionsmodell, das inklusive des Motors angeboten wird. Zum Bausatz gehören auch vier bewegliche Umlenkrollen und das Seil. In einmaliger Auflage erscheint ein Bausatz des Raupenkrans RK3 in der Baugröße 1/2. Das fein detaillierte Modell kann mit Haken oder Greifer gebaut werden. Sehr filigran die rostbraunen Ketten. In der Spurweite N haben wir dieses Jahr, genau wie in der Spurweite H0, das Thema Bekohlung oder Kohleverladung. Und hier setzt sich das Modell zusammen aus den Kohletrichtern. Wir haben einen kleinen Schuppen dazu, eine LKW-Waage und es gibt ein Förderband. Das ist jetzt keine komplette Neuentwicklung, ist eine farbliche Variante. Passend dazu gibt es den Multicar M22 in zwei neuen Varianten. Wir haben einmal die Variante mit Plane und einmal passend zur Kohleverladung als Hochbordkipper in den zwei verschiedenen Farben. Das Set erscheint in einmaliger Auflage. Das gilt auch für den Lader T170, der sich wahlweise mit Haken, Zinken oder Schalengreifer zusammenbauen lässt. Die bunten Werbeschilder finden sich auf mehreren Druckbögen für die Nenngrößen 1/2, TT und N. Reklame aus verschiedenen Epochen. In TT kommt der Elektrokarren Mitropa ins Programm. Keinesfalls fehlen darf die Schmidtstraße in 1/2. Dort haben wir noch mal eins draufgesetzt und haben mehrere Modelle zur Halbreliefstraße, sage ich mal, gemacht. Das sind also fünf Häuser, die auch Ladeneinrichtungen teilweise haben. Zum Beispiel ein Elektrogeschäft, ein Elektrobirner oder ein Geschäft für Handwerker, wo also zum Beispiel Werkbänke und sowas drin stehen. Weitere Infos gibt es unter www.auhagen.de.